Das ist kein großer blauer Fluss in Südamerika, obwohl man es durchaus denken könnte. Das ist auch nicht das Schauaquarium eines zoologischen Gartens. Es ist ein ganz privates Aquarium in Deutschland, genauer gesagt in der Nähe von Kassel. Hier hat sich einer seinen Traum verwirklicht und seinen zugegeben recht großen Fischen einen passenden Lebensraum geschaffen. Ein Stück Südamerika von seiner wohl schönsten Seite, und das ist sein Besitzer. Marco Detthoff hat seit vielen Jahren nicht nur, aber fast ständig Fische im Kopf. Er gehört zu den Profis der deutschen Aquaristikszene und hat schon fast alles gepflegt und gezüchtet, was ungewöhnlich und selten ist. Probleme kennt er nicht, nur Herausforderungen. Der heutige Tag darf zu diesen gezählt werden, denn neue Fische ziehen ins Großaquarium ein. Mit metergroßen Aquarienfischen jenseits der 10-Kilo-Grenze umzugehen, ist Detthoff zwar gewohnt, dennoch hat er sich heute, sicher ist sicher, mit Michael Böttner aus Dingelstedt, den wohl renommiertesten Experten für die ganz dicken Dinger, an seine Seite geholt. Ich bin seit über 30 Jahren Aquarianer, habe mit jedem Standardfisch, den man heute so kennt, den jeden Fisch, jeder Aquarianer so als Standardfisch hält, angefangen, habe dann über Guppies, Malawis, Piranhas, Discus, alles gezüchtet und habe dann irgendwann mein Faible für große südamerikanische Fische entdeckt. Das Becken hat einen Gesamtvolumen mit Filter von 65.000 Litern. Das eigentliche Becken an sich hat eine Länge von 7 Meter, eine Tiefe von 4 Meter und eine Höhe von 2 Meter. Nicht nur die Ausmaße des Großbeckens sind beeindruckend, sondern vor allem auch die absolut professionelle Technik. Also vom Einlauf des Filters geht es auf den Endlosbandfilter und jetzt können wir das mal testen. Das heißt, die Verschmutzung sammelt sich vorne auf dem Band. Sobald das Band verstopft ist, steigt der Wasserspiegel über ein bestimmtes Niveau und löst dann den Spülvorgang aus. Und die ganze Verschmutzung geht dann hier über dieses Rohr direkt in den Kanal. Nachdem der Probenschmutz aus dem Becken entfernt worden ist, aus dem Wasserkreislauf entfernt worden ist, geht es in die biologische Aufbereitung. Das ist eine Helix-Aufbereitung. Das heißt, hier finde ich eine biologische Aufbereitung mit einem sauerstoffreichen Medium statt. Anschließend geht es weiter in die sauerstoffarme biologische Aufbereitung. Das finden wir vorne, wo die Pumpen auch drin sitzen. Detthoff hat sowohl das Großbecken als auch seine gesamte Technik selbst geplant. Von der Glaskuppel über dem Becken für die gezielte Sonneneinstrahlung bis hin zu den neuesten Panterei-Pumpen der Luxusklasse. Welche Pumpe dann nicht mehr laufen soll. Und ich habe dann sofort den Überblick, wenn ich fertig mit dem Fütterungsvorwagen bin, ob irgendeine Pumpe vergessen wurde anzustellen. Möglich wurde dies alles erst durch den Neubau der auf die gesamte Anlage abgestimmten Immobilie. Diese beherbergt neben dem Großaquarium auch noch einen Teil von Detthoffs Rochenzuchtanlage. Und das sind sie, die weißen Rochen. Wer sich mit Rochen beschäftigt, weiß, was er hier gerade zu sehen bekommt. Für die Aquarianer, die das nicht wissen, sie sind selten. Selten und etwas ganz Besonderes sind auch die Fische, die Michael Böttner noch mitgebracht hat und nun gemeinsam mit Adam Rosalski von der Tierärztlichen Hochschule Hannover auch gleich selbst einsetzt. Tarpune. Diese faszinierenden Fische können sowohl im Süß- als auch im Salzwasser dauerhaft leben. Es sind ruhige Schwimmer, die ständig ihre Bahnen ziehen und nur zur Fütterung zeigen, welch ungeheure Kraft in ihren Körpern steckt. Ihre Mitbewohner haben von ihnen nichts zu fürchten. Schon einmal im eigenen Aquarium geschnorchelt? Wenn auch heute nicht im eigenen Becken für Adam Rosalski nichts Ungewöhnliches, denn er ist selbst Aquarianer, spezialisiert auf Großfische und einer der kompetentesten Experten beim Thema Fischkrankheiten. Ja, Großaquarien üben auf ihren Betrachter immer eine ganz eigene Faszination aus. In den letzten 10, 15 Jahren hat es auf diesem Gebiet eine erfreuliche Entwicklung gegeben.
Riesenbecken in Privathand sind heute keine Seltenheit mehr. Wer sich mit der Pflege von Großfischen beschäftigen will, sollte sich vorher genau und an richtiger Stelle über die möglichen Endgrößen der jeweiligen Art informieren und auch bedenken, dass die meisten der Tiere in der Regel sehr alt werden. Verantwortung und aquaristische Fachkompetenz sind die Grundvoraussetzungen, um ein Großaquarium über viele Jahre hinweg erfolgreich zu betreiben. Marco Detthoff hat beides.